So Leute, willkommen zurück zu Demon World 2003. Dark Slicer hat eine ganze Menge gelevelt. Hi. Und ja, er wollte, dass ich das... Geh einfach in den Kampf rein und dann werden wir sehen, was alles neu da ist. Oh. Nee, ich möchte mir schon die Sachen... Counter-Weapon, Multi-Weapon, okay. Das heißt... Also, ja, wenn, dann will ich mir den Kram auch angucken. Rosemon haben wir gekriegt. Richtig, und zwar, das war für mich auch überraschend, weil ich habe mir gedacht, ja gut, okay, Taumon level ich jetzt gerade nicht so weiter, Mamamon, und dann habe ich gesagt, okay, wir haben ja Angewurmon, lass mal Angewurmon leveln und gucken, was passiert. Und tatsächlich haben wir da auf Level 40 Rosemon bekommen. Und die hast du, wie ich sehe, auch schon ein bisschen gelevelt. Ja, auf Level 10 habe ich gesehen, okay, wir kriegen eine Technik, dann habe ich da aufgehört. Und dann habe ich gedacht, gut, ich level Metal Marmelmon noch ein bisschen, dann war Renamon schon 34, habe ich gedacht, ja, hier höre ich auf. Ja, ist halt die Frage, wollen wir dann Rosemon trainieren, oder? Ja, können wir machen, gerne. Also, okay. Ich habe auch schon natürlich die neuen Techniken geladen von Taumon. Ja. So, bei Patamon habe ich jetzt, hier überhaupt was geändert? Ja, ich habe Angemon rausgeschmissen. Und dafür Angewurmon reingenommen, falls wir die da auch leveln wollen, falls wir da auch auf Rosemon gehen möchten. Nein. Also, falls du das nicht hast. Nein, okay. Und es ist Rosemon. Möchte ich hier nochmal reintreten? Also ist Rose, nicht Rose. Ja, okay, aber im Englischen wäre es wahrscheinlich dann Rosemon. Im Englischen vermutlich ja, im Japanischen nicht. So, dann gucken wir uns mal den Blade Twist an. Ja, das Ding ist schön. Okay, ja, gut. Dass du uns jetzt auf jeden Fall so... Wir haben eine Brille gekriegt. Okay, wir haben eine Brille gekriegt. Okay, gucken wir uns an. Ich vermute einfach mal, ihr hört Genauigkeit. Oder sowas. Vermutlich. Wir sind auch auf die Idee gekommen, dass es eventuell... so sein könnte, dass besseres Zielen, also genau, ja, wird. Dass wir einfach in die falsche Richtung gelaufen sind, weil die Digimon sind sehr stark in die eine Richtung geworden, und zwar ziemlich schnell ziemlich stark, dass wir in Wirklichkeit eigentlich ja in die anderen Städte sollen, und es wäre ja die Richtung, und hier wahrscheinlich die nicht ganz so schlimmen Digimon sind. Aber... möglicherweise. Du willst erstmal zum Daibomon See und Karten spielen? Ja. Wenn wir hier schon vorbeikommen, wer weiß, wann wir hier das nächste Mal vorbeikommen? Wahrscheinlich sehr, wahrscheinlich irgendwann zeitnah, aber wir müssen dann wieder in die Stadt rein. Obwohl, es kann natürlich auch sein, dass wir erstmal durch die komplette Welt gejagt werden, bevor wir wieder in die Stadt reinkommen. Das kann. Eben, das glaube ich nämlich eher. So, was wartet hier unter Wasser auf uns? Immer noch Divermon. Wo ist meine K.O.-Technik? Benutz mal den Cold Slash. Warum? Ich bin ja dreifach Hitband. Deswegen. Ah. Das ist das Multiwaben. Ich verstehe. Ja, es gibt auch diesen, wie hieß das? Ich glaube Big Shot oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Art Crit-Ding, also wenn du damit crittest, macht das richtig viel Schaden. Okay. Aber irgendwie hat das bei mir noch nicht gekrittet. Ich habe es ein paar Mal benutzt. Keine Ahnung, das wollte nicht. Und das hat halt dementsprechend deutlich weniger Schaden gemacht, weil da es ja diesen Spezialeffekt hat, ja, greife ich auch nicht dreimal damit an, sobald das ein Multi-Waffen hat. Ja, ihr müsst euch übrigens keine Sorgen machen, das war jetzt das letzte Training, das wir machen, Du hast unten an dem Steg jemanden gesucht? Oder was? Ich habe geguckt, ob da jemand ist. Nur die Starken leben im Kampf. Auch als König musst du immer auf der Hut sein. Das heißt, hier haben die Ezebon übernommen. Wir Ezebon sind im Kampf viel besser als der Amon. Wir sind intelligenter. Da unten steht tatsächlich jemand. Also nicht jetzt. Und zwar steht da
Ich weiß, ich habe vergessen, wie es heißt, aber die eine Digivolution von Mon Mon. Weil okay. Hier kriegt man die Mon Mon DNA her. Ah, okay, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, Spaß im Kampf. Hm, was? Du willst mit mir kämpfen? Immer. Vergeht kein Tag, an dem ich das nicht will. Mal gucken, ob wir jetzt Level 50. Machen wir. Tatsächlich, ich habe ja auch ein eigenes Deck gemacht. Also ich habe ja auch ein bisschen Kartenkämpfe gespielt, nicht sehr viel. Ich muss sagen, mich haben die Divermon am Ende fertig gemacht. Echt? Ja, da lief es nicht. Was, wenn er jetzt nicht nochmal mindestens zwei Dinomon spielt oder sowas? Nee, der ruft jetzt noch zwei Patamon wahrscheinlich. Ja, es gibt ja dieses eine Divermon, was ja immer diese, immer drei von so 15er Karten ungefähr spielt. Ja. Und dann halt. Und wenn ich da nicht. Okay. Ja, jetzt wissen wir auch, warum das Ding so viel hat. Ja, das könnte wehtun. Das wird wehtun. Knapp, ganz knapp. Böses ich glaube, wir brauchen erst nochmal neue Karten. Ja, ich glaube, wir hatten ja bei dem einen Divermon recht Glück, weil wir einmal selber eine Digivolution hatten und dann hatten wir diese auf die Hand zurückgeben Karte. Ja. Und das hat bei uns halt damals, also bei, als du das dann die gespielt hast, rausgerissen. Ich habe auch gesehen, es gibt eine andere Programmkarte, die toller ist. Und zwar, du kannst zwar jetzt nur in Anführungszeichen eine Digimon-Karte raussuchen, aber wenn dir halt nur noch eine Digimon-Karte fehlt, ist das sehr hilfreich. Ja. Und du musst halt nichts dafür ablegen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vor allem hier bei der Karte war es ja, glaube ich, so, dass wenn wir was auf die Hand nehmen, wir kriegen keine Energie dazu, ne? Ja. Wenn du mit der anderen Programmkarte einen Digimon holst, du kriegst eine Energie dafür. Was sehr praktisch ist. Boah, der erhöht seine HP auch noch. Mistvieh. Ich meine, wir kriegen jetzt sowieso nochmal richtig Boost, aber trotzdem. Hier, Ezumon gegen Ezumon verwendet. Ha? Mal gucken, ob wir trotzdem verlieren. Nee, tun wir nicht. Ah ja, schon, wir haben genug HP, okay. Natürlich, so knapp. 2-2. Ja, okay, das verlieren wir. Yep. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Digimon auf die Hand nehmen und eins ablegen. Oh ja. Oh Gott, der holt sich doch garantiert noch einen Angemon. Okay, ja. Er braucht's nicht, aber er würde. Nee, er tut's nicht. Ja, weil er's nicht braucht. Ja, okay, vielleicht hier noch ein paar Kartmon besiegen. Auf vielleicht, ja. Wahrscheinlich sind die Kartmon auch wieder viel. Arbeberg. Ja, du hast mehr als genug gelevelt. Das ist ja falsch. Ja, ist schon wohl. Ja, also das ist jetzt auch das letzte Offline Offscreen-Leveling, was wir in nächster Zeit wahrscheinlich tun werden. Ja, hoffentlich. Ich meine, ich würde eigentlich auch die Story ganz gerne einfach weiterspielen. Ja, wir spielen die ja jetzt weiter. Ja gut, ich meine, ich habe in Anführungszeichen übertrieben, weil wir wurden ja echt fertig gemacht. Jetzt ist so fertig gemacht, nur auf der einen Seite. Ja gut, mal gucken, was auf der anderen Seite jetzt passiert. Aber irgendwann kommen wir auch wieder dahin zurück. Ja, und bis dahin sind wir auch ein bisschen stärker. Ich glaube tatsächlich, das war eigentlich alles okay. Also vielleicht nicht alles, ein bisschen leveln mussten wir so oder so. Ja. Aber ich glaube wirklich, du hast es etwas übertrieben. Ja, wenn es jetzt nur bei den Divermon bleibt, dann habe ich es übertrieben.
Flugimon hat auch eine Technik gelernt, die ich noch nicht laden konnte, weil ich das, glaube ich, nur bis 80 oder so gelevelt habe. Es nennt sich, es ist so ein Elektrofeld. Ich glaube, das verstärkt Elektroattacken. Kann sein. Gehe ich einfach mal von aus. So, jetzt sehen wir ja, was hier so rumrennt. Etwas zum Essen. Evidramon. So. Mal sehen, Big Shot? Nee. Kannst versuchen. Ja, versuch's einfach mal. Ich meine, warum auch nicht? Ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn er crittet. Ja, ich hab da so. Ich weiß nicht, ob das ein Crit war. Ich hab nicht das Gefühl, dass das ein Crit war. Nee, kannst ja nochmal versuchen. Ja. Das ist eindeutig übertrieben. Kannst ja Metall Marmomon leveln. Ja. Wasserbau. Warum hast du die alle auf 99 schon gebracht? Was war bei dir nicht richtig? Ich hatte nur noch Greymon als Option. Und das habe ich angefangen zu leveln. Greymon ist irgendwo bei Level 20. Ich muss auch dazu sagen, abgemacht war Level 32. Ja, das geht auf meine Karte. Der Vorteil ist, wir brauchen nicht so ewig. Winlong City. Der Name hat sich irgendwie geändert. Ja. Du hast die Kumpel-ID, also bist du einer von uns. Ja, clearly. Wo erhol dich in der Stadt. Ja, warum auch immer ich Go gesagt habe. Ey, die sind alle zu Röntgen geworden. Ja, ja, alle, die keine Kumpel-ID haben. Haben sie ja schon gesagt, aber... Oh. Erdramon ist nicht da. Ja, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich kann man dann mehr mit Erdramon später zwischen den Servern hin und her fliegen. Auch wenn das keinen Sinn macht. Also zumindest storytechnisch jetzt nicht. Yay, Zeughaus. Neues? Wahrscheinlich. Nein, nevermind. Nee, das sind. Ich glaube, sind das nicht sogar die Items, die wir in der. Es kann sein, dass das Schwarzmarkt-Items sind. Ja, ich glaube. Ah ja, übrigens, ich habe Lebenszeug gekauft. Ich sehe schon. Was ist Stoßmesser? Das ist dieser, der Boost. Der Explosionsleiste. Ah. Wenn ich das aktiviere. Ich meine, die Plugins, die erhöhen, ne? Dauerhaft. Nee. Nee, das waren die Chips. Ah. Dann ist egal. Ja. Dann hast du eindeutig mehr als genug Heilung gekauft, dann kaufen wir uns Karten. Ja, ich war halt irgendwo bei 100.000, habe ich gedacht. So viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Damit kann ich beim Gegner eine nicht schwarze Karte einfach zerstören. Oder ablegen. Oder ich nehme jetzt eins von den starken Viechern hier, sowas wie Garudamon. Oder Selfimon. Ich würde sagen, vielleicht sollten wir dann erst mal ein paar Karten mal besiegen, gucken, was wir da rauskriegen. Warte mal, ich nehme ein Garudamon, können wir uns lassen. Weil wir haben ja Rot im Deck. Ja. Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Okay, ich möchte auf jeden Fall den Leader dieser Stadt treffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird entweder nicht da sein oder zu einem Oinkmon geworden sein. Kann aber vielleicht sein, haben die wieder so einen Shigewara. Ja, ich glaube Shigewara. Ja, alle in Oinkmon verwandelt. Wer Widerstand leistet, wird. Okay. Ja, wer Widerstand leistet, ist Oinkmon. Alles klar. Die Aua lässt du mich schon gar nicht mehr lesen. Oh, okay. Kamerad! Oh Gott, er ist Kommunist. Herzlich willkommen.
Quinglong Chief, wo ist das Digi-Ei des Wissens? Das weiß ich. Aber er nicht. Weiß ich auch nicht. Aber warum fragst du? Du bist keiner von uns. Doch, ich habe eine Kumpel-ID. Na, und was willst du dagegen tun? Savage. Warum ist der Protagonist? Weißt du, die anderen Protagonisten sind immer ruhig und oder gelassen oder so. Und der einfach, was machst du hier? Ich mach dich fertig. Du bist keiner von uns und was willst du dagegen tun? Ich habe leider überhaupt nicht drauf geachtet, ob das eigentlich in der englischen Übersetzung mit dem ich mach dich fertig auch so ist. Das regt mich immer noch auf, dass ich da einfach geskippt habe. Ich gefangen wie die anderen. Das ist so richtig schön sassy. Oh ja, das ist so gut. Oh. Geldsermon. Na gut. Bladefester One-Shot? Fragezeichen. Vermutlich, so wie du gelevelt hast. Ja, ich war 5 Level. Okay, das ist schon viel. Ja, aber fast. Ja. Luzi ist ja auch, dass dein Kotoman einfach irgendwie 300 Leben mehr hat als meins. Orange, Triceramon. Das Ding haben wir aber noch nie gesehen. Ich möchte den Cold Slash benutzen, weil Dinosaurier haben in der Regel wenig Eis. Ja. Weiß ich seit Digimon World 1, seitdem dort gesagt wurde, ja, Dino-Digimon halten Kälte nicht auf. Wurde bei uns bloß nicht gesagt, weil wir es nicht geschafft haben, mit einem kälteempfindlichen Digimon ins Frostland zu gehen. Ah, es fühlt sich so gut, zweimal hintereinander angreifen zu dürfen. Ja, du hast eindeutig viel gelevelt. Eindeutig sehr, sehr viel. Und dann habe ich alle Punkte, die wir bekommen haben, in Speed gesteckt. Echt? Keine Gnade, ja. Sogar Patamon ist schnell. Du weißt, wir wollten ja auch ein bisschen eine Herausforderung haben, ne? Da ist so deine Herausforderung. Nur ein Chimeramon. Ich finde Chimeramon sogar übel cool. Ich weiß nicht wieso. Ja, Chimeramon ist auch ganz cool, aber mit deinem Superleveln leider keine Herausforderung für uns. Ich überlege gerade, war nicht irgendwie Maschinendramon oder sowas auch eine Art Chimeramon, nur halt komplett aus Metallparts? Nein. Maschinendramon ist älter. Chimeramon wurde künstlich erschaffen und besitzt unter anderem Teile von Maschinendramon. Ah, okay. Hat nämlich die Infinity Cannon auf dem Rücken. Oder war das erst ab Millenniummon? Bin ich mir nicht sicher. Kann auch sein, dass die Kanonen erst ab Millennium Mon sind. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich meine, also das, ich weiß, sowas habe ich sowieso nur im Kopf, weil ich halt letztes Jahr mal die ganzen, also in Anführungszeichen die ganzen Digimon durchgeguckt habe. Hurra, ich habe Quinlong Chief besiegt und ihn offenbar vom Dach geschubst. Ja, und wie alle anderen Mitglieder der Aua verschwindet er einfach. Hä? Da ist etwas auf dem Boden. Was? Das ist das ID-Pass Blau. Vielleicht brauche ich ihn. Ich nehme ihn mit. Das ist bestimmt sowas nicht wie die blaue Karte. Ich wollte schon sagen, nicht schon wieder. Aber keine Spur vom Digi-Ei des Wissens. Was passiert wohl in der echten Welt? Bogen zur echten Welt, an die Straßenecke, weil die echte Welt nur an dieser Ecke stattfindet. Was? Was ist denn los? Da hat irgendjemand sehr viel Spaß in seinen Autos. Ruhe, ich kann mein Handy nicht hören. Mail-Fan. Was? Was soll ich tun? Wir sind in 2003, da war das noch so eine Sache. Wo ist die Polizei? Wow, was für ein toller Sprung ist echt. Ich weiß nicht, was die AOA planen, aber sie kommen auf keinen Fall damit durch.
Ich, Sassy Protagonist, werde das erledigen. Haben wir für Dings eigentlich noch andere Digitationen freigeschaltet? Wen? Hier für Kotomon. Nein, nee, Greymon. Geil, Greymon. Ah, danke. Gut, wir könnten XWmon noch trainieren. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht mal mit Halmarmemon, weil wir das hier neu bekommen haben. Wir haben es ja auch noch auf Renamon, glaube ich, aber. Ja, da würde ich jetzt erstmal auf Rosemon gehen, wobei Rosemon für mich persönlich jetzt nicht das interessanteste Digimon ist. Muss ich leider sagen. Hm. Digitarumon auf Level 99? Noch nicht ganz. Dieses Ding hat angefangen, arschlangsam zu leveln. Sehr gut. Sondern das hat irgendwie so, weißt du, ich kämpfe. Magna Angemon Level Up. Ich kämpfe. Magna Angemon Level Up. So, ich setze jetzt Digitamon ein. 10 Gegner später, Level Up. Why? Digitamon weiß einfach, dass es nicht überlevelt sein sollte. Gut, Leute, aber ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Digimon World 2003. Bis dann. Tschüss.